Hallo, es geht weiter mit One Sunrise. Wir spielen mit dem Hammer gegen den Barriott. Was eigentlich ganz nett sein könnte, denn der hat so ein schönes Gesicht, wo man dagegen hauen kann. Und da kann man sowas hier machen, bonk, und macht eine Menge Damage, was super nice ist. Und ja, ich, irgendwie macht mir Hammer gegen Barriott Spaß. Das ist ein super Monster dafür, wenn er einen nicht gerade umrennen will. Dreh dich um, dreh dich um. Ah, schade. So oder so. Ja, Hammer ist sowieso eine Waffe, die ich eigentlich recht selten spiele mittlerweile. Seit den letzten Monstern der Generation. Ganz früh habe ich sie ein bisschen gerne gespielt. Vielleicht ist jetzt wieder die Zeit des Hammers aufgetaucht. Allgemein in Rise spiele ich sehr viel mehr Waffen, was ich super nice finde. Das macht mich happy, dass ich so eine große Auswahl habe. Ja. Der Move ist auch super nice. Bonk! Habe jetzt leider nur einen erwischt. Der macht nämlich 2×500 Schaden, was super krass ist. Dann gibt es noch den hier. Bonk! Auch super nice. Er hat halt einfach coole Moves. Er ist aber momentan vermutlich noch etwas einfacher zu spielen, weil die Monster nicht so böse sind, weil wir noch keinen G-Rank haben. Aber mal schauen. Mal schauen, wie es aussieht, wenn mal bösere Monster dazukommen. Dagegen sowas wie Teostra spiele ich ihn auch gerne, den Hammer. Weil es da halt einfach gut passt. Weil das sind halt einfach Monster mit dem großen Kopf, wo man gut an den Kopf rankommt. Es ist halt super angenehm. Super, super angenehm. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir noch irgendwie ein anderes Set machen will. Für, wo ich nicht einfach den Nagerhammer habe. Muss ich mal gucken. Aber bevor ich jetzt viele neue Sets mache, warte ich lieber auf 3.0. Was ja auch sehr bald der Fall sein wird. Irgendwie, ja, da war ich leider nicht aufgeladen. Oh, schaut mal, der Hund. Haha, er hat einen Hund auf dem Kopf. Ein Versager. Bonk. Ja, ich bin sowieso gespannt. Ich frage mich, was uns so für Monster kommen. Ich habe mit dem Marcy Gamer ein bisschen gesprochen. So, habe ich ihn gefragt, was er denn so denkt, was denn so kommen könnte, vielleicht sogar. Und er hat da so ein paar Monster erwähnt, wo ich mir denke, ja, wisst ihr was, das wäre gar nicht mal so eine schlechte Sache. So, Odo Garon wäre cool, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es dazu kommen könnte. Und, der Nergigante. Wäre auch cool. Beziehungsweise, was ich persönlich natürlich super geil fände, ist der Lagiacrus, aber das ist momentan eh so der vermutlich Mega-Favorit von Monstern, die dazukommen sollen. Sollte ja auch schon lange in World dabei gewesen sein, aus technischen Gründen aber nicht, das weiß ja eh schon jeder mittlerweile. Von dem her kann ich mir das sehr gut vorstellen. Jetzt, wo hier Almudron und Misuzune dabei sind, da wird Lagiacrus ja auch kein Problem sein. Ah, da war ich leider nicht schnell genug. Oh. Was nicht? Oh, er pennt! Ja, geil. Mal schauen, ob sie es blicken. So, wir haben einen guten Marcy Gamer, der hoffentlich seine Arbeit macht. Oder, na gut, er macht es halt, der Hunti. Oder so. Boom! Ha! Wenn das kein Schaden war, dann weiß ich auch nicht. Ich habe eigentlich gehofft, also wir haben den Marcy Gamer beigebracht. Dem Dude hier, dem Marcy hier, beigebracht, wie man mit Bomben und einem Langschwert gut Schaden machen kann mit dem Konter. Aber ich weiß nicht, ob ihr gerade die Elan-Stufe hatte. Jetzt können wir gleich nochmal richtig geil reinhauen. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht zum Kopf komme. Er steht vermutlich gleich wieder auf. Treffe ich? No! Wieder neben! Oh, das tut richtig weh in der Seele. Das ist so das riesige Problem am Hammer. Wenn man halt nicht trifft, dann tut es in der Seele einfach nur weh. Weil die Hits, die man treffen muss, die muss man treffen, sonst ist halt echt übel. Wenn man sich so lange darauf vorbereitet, auf so mega krasse Angriffe, und sie dann daneben gehen, könnte cooler sein. Na du, komm schon. Schade. So. Ja gut, egal, haben wir's cool. So, dreh ich um. Zack. Wunderbar. Aber ja, Odo Garon finde ich auch cool und der Gigant natürlich auch.
Allgemein, so viele Monster könnten dazukommen. So viele Monster. Ich hätte auch gerne mal so Monster, gegen die ich noch nicht gekämpft habe, weil sie aus ganz alten Spielen sind. So dieser komische, diese grüne Qualle aus, keine Ahnung, welchem Teil das ist. Aus der zweiten Generation, glaube ich. Und so ein Drachenältester. Irgendwas mit Tee. Finde ich auch cool, weil ich halt dagegen noch nie gekämpft habe. Wie wahrscheinlich das ist, weiß ich nicht. Oh, jetzt ist der Schweifer. Donk. Hm. Oh. Aber ja, mal schauen, mal schauen. Wir sind nah dran. Wir sind so nah dran. 23. wo ich es gerade aufnehme. Am 24. wird die Folge hochgeladen. Also sind wir ja schon fast so weit. Am 26. kommt nämlich das Video dazu. Und vermutlich dann am 27. gleich das Update. Keine Ahnung. Sehen wir dann. Und. Donk! Ich würde ihn gerne nochmal K.O. machen. Ich glaube, er war schon einmal K.O. Kann das sein? Ich will es hoffen. Ich bin mir aber gerade absolut nicht sicher. Ich meine, oben, wie die schnell, langsam die Ausdauer weggeht, das ist voll nice. Ich glaube, ich habe nicht mal. Habe ich einen Skill dafür da? Ich glaube, ich habe nicht mal Konstitution dabei. Das ist einfach nur der S-Skill. Dieser eine. Es gibt einen Skill, der halt das macht. Ich muss mal kurz schauen. Ach, das ist übrigens mein Set hier. Nur Angriffsmodus 6, aber dafür halt Lärme. Und ja, ich habe keine Konstitution dabei. Nicht schlecht. Das ist einfach nur für Line. Moment, schauen wir mal. Das ist einfach nur für Line. Schwarzgürtel. Super geile Sache. Auch für Doppelklinge übrigens. Und für Bogen, dass man da weniger Energie verbraucht. Bonk. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Genauso wie Schläger hier, dass man noch mehr K.O.-Power hat. Ah, nicht abhauen. Mm. Ja, das war mir jetzt schon fast klar. Das war eine hohe Chance, dass ich nicht treffe, aber der kooperiert gerade nicht und ist egal, fast tot. Boom, easy. So, Discord zur Beschreibung. Abonnieren, liken. Das war recht flott. Nicht schlecht. Übrigens, falls noch jemand zuschaut, jetzt, wenn ihr dann wollt, dass ich bestimmte Waffen spiele, ab in die Kommentare damit, dann mache ich das natürlich auch. Ich versuche auf die Wünsche einzugehen. Hab ich auch tatsächlich schon ein paar Mal. Von dem her easy peasy. Und ich sammle gerade diese goldenen Käfer ein, einfach weil ich das Achievement dafür haben will, wo man 1000 Stück davon einsammeln muss. Ja, das braucht eine Weile. Aber ich bin so nah daran, so viele Achievements zu machen. Fast alle Achievements zu haben. Mir fehlen noch 3 Achievements. Ja. So, beende ich jetzt die Folge und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.